Wir starten unsere Tour bei der Essener Rostocker Hütte, gehen ohne Höhenverlust in Richtung Süden, bis wir auf ein K treffen, durch das wir Richtung Westen dem K-Verlauf folgen. Nun trennt sich unser Weg vom Aufstiegsweg auf die Malhamspitzen und wir wenden uns Richtung Norden, wo sich ein weiteres Mal ein wunderschönes K auftut, durch das wir das Rostocker Eck besteigen. Vom Rostocker Eck, 2749 Meter, fahren wir durch die Nordabfahrt ab und machen somit die Runde perfekt, indem wir wieder zur Essener Rostocker Hütte fahren und von dort durch das Maurertal zu unserem ursprünglichen Ausgangspunkt zum Parkplatz nach Ströden abfahren. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir haben jetzt noch auf der Essener und Rostocker Hütte auf 2200 irgendwas Meter geschlafen. Und heute machen wir die gemütliche Hüttenhaustour für euch. Und zwar aufs Rostocker Eck auf. Da seht ihr jetzt einen hinteren Floh oben. Genau. Wir steigen über die Südseite auf. Das ist da gerade Viere. Und jetzt auch viel Spaß, kommt's mit. Traumtag. Von da ganz hinten sind wir jetzt in das Tal reingekommen. Mittlerweile geht es bergauf. So schaut es da aus. Und unser Weg führt uns dann da vorne. Da ist das Rostocker Eck. So, da kommen sie, die Buben. Da kommen sie, die Buben. Ah, schön. Ein Traum. Ganz allein da in dem Tal herinnen. Da müssen wir noch auf, wie das sieht man das Gipfelkreuz. Rostocker Eck. Die letzten, ja, 150 Höhenmeter, dann sind wir eh schon wieder oben. Seid ihr noch frisch? Frischer sein. Jawohl. Im Gipfelaufstieg zum Rostocker Eck. Ein paar Spitzkern noch und dann sind wir da oben beim Gipfel. Super. Kaiserjagergeschichte.
der Kerl vom Rostocker Eck. Wunderschöne Hüttentour, muss ich sagen. Genial. Der Flo auf die letzten Meter. Da hinten der große Geiger, wo wir gestern oben gewesen sind. Genial, schaut euch die Tour auch unbedingt an. Und da vorne das Geburtstagskind, der Ricardo. So, liebe Leute, da unten ist die Essener Rostocker Hütte, von da kommen wir her. Sind alle außen umgegangen und dann da hinten durch das Becken rauf. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren die Nordabfahrt runter. Schauen wir mal, wie das wird. Viel Spaß damit! Jawohl, genau da. Geht! Da der Spur einfach.